Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem Lesemonat, Monatsrückblick April. Der April ist so schnell rumgegangen, das ist echt krass. Deshalb ist es euch auch so vorgekommen, als ob der in der Woche schon vorbei war. Wir haben heute den 2. Mai und ich will euch heute meine gelesenen Bücher zeigen. Es sind 2 Bücher mehr als im März, also ich habe 4 Bücher gelesen, was 1594 Seiten macht und das 53 Seiten pro Tag. Ich will jetzt auch sofort anfangen, weil die Kamera spinnt gerade ein wenig. Mein erstes Buch, was ich gelesen habe, war Die Bestimmung, tödliche Wahrheit, der 2. Teil von Veronica Ross. Er hat mir so viel besser gefallen als der erste. Es war mehr Action, mehr Spannung, mehr Nervenkitzel und ein Tick zu viel Liebe für mich drin, aber es war einfach grandios. Diese Art, wie die Geschichte weitergearbeitet wurde, das war diese Trilogie war für mich mal ein 2. Teil, wo mir nicht vorkam, dass die Autorin nur weiter Geld damit verdienen wollte, sondern es war ein 2. Teil, weil ein 2. Teil dazugehört hat. Er hat mir wirklich so gut gefallen und ich bin so gespannt, jetzt schon auf den 3. Ich will jetzt nicht so viel dazu erzählen, weil wie gesagt, es ist der 2. Teil. Aber du weißt nicht, wem du hier trauen sollst. Es passieren die ganze Zeit Sachen, es ist nie langweilig. Wenn du das Buch aus der Hand legst, willst du eigentlich sofort weiterlesen und bitte lest dieses Buch, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Es hatte 505 Seiten und hat 4 Sterne bekommen. Und ich bin wirklich... Ich hoffe, ich kann dem 5. Teil dann 3 Sterne, weil ich schon 5 Sterne geben, dem 3. Teil 5 Sterne geben. Es hat mir wirklich sehr gefallen. Danach habe ich dann ein dünnes Buch gelesen mit 213 Seiten und hat 5 Sterne von mir bekommen. Und zwar rede ich von 7 Minuten nach Mitternacht von Patrick Ness und Sibohin Dowd. Sibohin Dowd ist die eigentliche Autorin dieses Buches. Erkrankte aber leider an Krebs und ist daran auch gestorben und Patrick Ness hat die Geschichte dann, sagen wir mal, vollendet. In dem Buch geht es um den 13-jährigen Connor, der mit seiner Mutter alleine lebt und ihn besucht jede 7 Minuten nach Mitternacht ein Monster, das mit ihm 3 Geschichten durchlebt, die Connor auf etwas vorbereiten sollen. Connor hat wenig, also eigentlich gar keine Freunde in der Schule und wird sogar gemobbt. Sein Leben ist auf keinen Fall toll, alles andere. Und ja, er wird auf etwas vorbereitet, was demnächst eintreffen wird. Dieses Buch war so schön, aber auch gleichzeitig wirklich traurig. Es hat mir so viel Spaß gemacht, aber es zu lesen, vor allem mit den ganzen Illustrationen. Und ich zeige euch gerade meine Seite, wie die aufgemacht ist mit der Schrift und so. Ich kann euch das wirklich ans Herz legen. Lest dieses Kind, lest es euren Kindern vor, falls ihr Kinder habt, die schon so 8, 9 sind in dem Alter, wo sie verstehen. Und es war wirklich toll. Ich kann euch das echt ans Herz legen. Es hat 5 Sterne von mir bekommen, wie gesagt. Das war klasse. Es war wirklich toll. Das 3. Buch war dann auch ein 5-Sterne-Buch mit 350 Seiten. Und zwar, weil ich Leben lieb. Dieses Buch kann einfach nur wow sein. Es zeigt einmal wieder, Entschuldigung, dass ich das sage, wie viel Scheiße und Mist einem im Leben passieren kann. Aber genauso zeigt es einem auch, wie man das alles ohne Depression, tiefe Löcher oder woanders hin abzurutschen, überstehen kann. Es zeigt einem so viel auf und es hat mir so gut gefallen. Und bitte, wer es noch nicht gelesen hat, lest es einfach. Hier geht es um die 18-jährige Layton, die mit ihrem Bruder und ihrer Mutter von Texas nach Michigan zieht, weil ihr Vater verstorben ist. Gleich am ersten Tag lernt sie Will kennen, der gegenüber wohnt. Und Will ist gleich ein perfekt aussehender, charmanter Typ, der so einen guten Charakter hat und auch einen Bruder, der im selben Alter von Laytons Bruder ist. Und die beiden verstehen sich auf Anhieb gut und Will und Layton verstehen sich auch auf Anhieb gut. Es entwickelt sich auf den ersten 50 Seiten gleich eine süße kleine Liebesgeschichte und ich habe mir schon gedacht, was passiert die restliche Zeit noch? Bis Layton dann ihren ersten Schultag hat und aus dieser schönen Romanze nichts mehr werden kann, denn Layton erfährt, dass Will ihr Lehrer ist. Er ist kein süßer Junge von nebenan, nein, er ist ihr Lehrer. Und somit passieren ab da Sachen und alles wird spannend und toll und wie gesagt, man sieht mal wieder, wie viel Scheiß und Mist man erleben kann, aber wiederum ist dieses Buch motivierend und herzergreifend und man fühlt sich auf einmal viel besser irgendwie. Ich habe am Ende geweint. Mein erstes Buch, muss ich sagen, wo ich so wirklich so geweint jetzt nicht, aber ich hatte richtig krass Tränen, aber mir sind auch Tränen gelaufen. Und keine Ahnung, es hat mich so zerrissen und ich fand es so gut. Das ist wirklich so motivierend gewesen. Und dann leider ein Buch, was das Ganze schon wieder zerstört hat. Es hat 2,5 Sterne von mir gekriegt und hatte 526 Seiten. Und ich rede von Der Kindersammler von Sabine Thiessler.
Dieses Buch hat auf Amazon eine 4-Sterne-Bewertung und hat über 400 Rezensionen mit sehr guten Bewertungen. Überall steht bester Thriller, guter Thriller, beste Thriller-Autorin und. Das ist kein Thriller, das ist ein Roman. Für mich ist es ein Roman. Für mich ist es ein Thriller, wo man wirklich Action, Spannung und ein bisschen Angst verspürt. Ach, du meinst, ich sitze hier gerade voll unangenehm. Aber in diesem Buch, dieses Buch fängt in der Toskana, also erstmal, um was es geht. Es geht um einen angeblich, ich sage angeblich, weil das erkläre ich euch gleich, um eine Frau und einen Mann, die mit ihrem Sohn in die Toskana fahren, um Urlaub zu machen. Sie verlieren ihren Sohn, er wird in der Toskana entführt, sie fahren nach Deutschland zurück. 10 Jahre später will die Mutter wieder in die Toskana, um ihren Sohn zu suchen. Dieses Kapitel, dieses Buch wird eingeführt mit einem Kapitel, in der Toskana wie der Junge verschwindet. Ab dann geht es in Deutschland los. Es geht um den Mörder, man lernt ihn von Anfang an kennen, der ist Alfred. Er entführt auf den ersten 50 Seiten gleich ein Kind, nur weiß man nie, was er mit den Kindern macht. Denn jedes Kapitel endet damit, dass er ein Kind entführt, dieses Kind ist nackt und das Kapitel ist zu Ende, das Kind wird tot aufgefunden im nächsten Kapitel. Ich bin nicht scharf darauf, sowas zu lesen, was der mit Kindern macht, ist mir schon klar. Aber der Tatergang, wie er die umbringt, das erfährt man erst ganz am Ende, was gar keine Spannung aufzeugt, sondern das aufzeugt, wenn man so sagen kann, dass ich nie einen einzigen Tathergang im Kopf hatte. Ich habe das gelesen und konnte mir nichts bildlich vorstellen. Und ich brauche das bei Büchern, das hat mir gefehlt. Dann, dieser eigentliche Rückentext, um was es in diesem Buch gehen soll, fängt erstmal auf Seite 200 an. Die Mutter kommt in der Toskana auf Seite 200 an und sucht sich 50 bis 100 Seiten mit ihrem Makler, den sie da kennenlernt, erstmal ein Haus. Man kriegt das ganze Haus beschrieben, das beschrieben, das beschrieben, das beschrieben. Finde ich auch gar nicht schlimm, weil das gehört ein bisschen zur Geschichte. Aber dann, als sie da wohnt und eigentlich anfangen will, das Kind zu suchen, macht sie 1000 andere Sachen. Sie fährt irgendwo hin und alle Straßen werden beschrieben. Anstatt dass sie gleich bei dem Ort ist und nur gesagt wird, wodurch sie zum Beispiel fährt, durch was, ein Ort oder so, wird jede einzelne Straße beschrieben in lauter italienischen Wörtern. Das macht irgendwann keinen Spaß mehr. Du liest so viele italienische Wörter in diesem Buch, dass, keine Ahnung, man kann ja mal so italienische Sätze und Wörter mit einbauen. Da habe ich gar nichts dagegen, finde ich auch richtig cool, aber dann nicht auf einer Seite fast 50 Wörter. Also so kam mir das wirklich vor. Dann fängt sie wirklich an, aktiv zu suchen. Und dieses Buch ist so unlogisch. Die kriegen so viele Hinweise, wo ihr Sohn sein kann. Und dann sagen die einfach immer alle, ja nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Anstatt einfach nachzugucken. Ist doch egal, ob die sich das vorstellen kann oder nicht. Soll sie einfach nachgucken, dann hat sie Gewissheit. Nein, dann sagt jemand, ach, du bildest dir was ein. Egal, was die sagt. Darauf gehen wir gar nicht ein. Und lauter so Zeug. Das sag mal, sonst hackt's, oder? Ach, keine Ahnung. Da waren so viele unlogische Sachen und also am Ende, für mich war das so unlogisch. Wie kann man, sie sucht ihr Kind, kriegt lauter Hinweise, wo es sein kann, also einen einzigen, lauter Hinweise auf einen einzigen Punkt, wo es sein kann und guckt da nicht nach? Ja, sorry, ey. Es war einfach nur wieder rausgezogen bis zum Ende. Nee, hat mir echt nicht gefallen. Also der Anfang war gut und das Ende war gut. Aber wie gesagt, sie fängt auf Seite 450, dieses Buch hat 526 Seiten, aktiv an, ihr Kind zu suchen. Nicht früher, nicht später. Tut mir leid, dass ich mich gerade so aufgeregt habe für alle, die dieses Buch mögen. Vielleicht bin ich auch noch zu jung und keine Ahnung, was heißt so abgehärtet. Ich liebe Horror und ich liebe ist, mich zu erschrecken und in Büchern zu gruseln und keine Ahnung, ich konnte mir das Buch teilweise überhaupt nicht so vorstellen und das mit der Toskana hat mir auch null gefallen, weil die ganze Zeit nur die Landschaft beschrieben wurde, das beschrieben wurde, Straßen beschrieben wurden. Das Buch hätte 300 Seiten kürzer sein können. Okay, jetzt rumgeredet, das war mein Lesemonat. Wie war euer Lesemonat? Wie viele Seiten habt ihr gelesen? Was waren eure Tops? Was waren eure Flops? Und ja, schreibt mir das in die Kommentare, wenn ihr Lust habt und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.